Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir zusammen ein klassisches Grundrezept und zwar einen leckeren, luftigen Schokoladenbiskuit. Ich habe zwar schon einige Schokoladenbiskuit-Rezepte bei mir auf dem Blog, aber die sind immer unterschiedlich mit anderen Komponenten. Beispielsweise hat ein Rezept Mandelmasse drin. Viele Mandelallergiker haben mir geschrieben, ich soll mal ein neutrales Rezept machen. Andere Rezepte sind etwas schwerer, kompakter. Je nach Torte, die man sich herstellen will, setzen wir Profis ein anderes Biskuit ein. Und dieses luftige Schokoladenbiskuit eignet sich perfekt für Sahnetorten. Wir beginnen. Ich nehme 6 Eier in den Topf hinein. ~160 Zucker dazu, eine Prise Salz, die Samen einer Vanilleschote, halbieren, Samen auskratzen, beigeben. Noch etwas Zitronenabrieb dazu. Mit dem Ganzen gehe ich jetzt auf dem Kochherd und erwärme mir das auf 40-50 Grad. Das mache ich, dass sich der Zucker löst und dadurch bekommt die Biskuitmasse eine bessere Stabilität. Das Ganze ist auch bekannt unter Wiener Boden. Vielleicht kennst du diesen Biskuit unter diesem Begriff. Parallel dazu habe ich hier 25 Gramm Zartbitterkuvertüre und 35 Gramm Butter. Das Ganze schmelze ich mir auch noch auf dem Wasserbad. Sobald es so handwarm ist, dann ist der Zucker gelöst. Kuvertüre und Butter lasse ich mir hier auflösen. Gebe ich mir in die Küchenmaschine. Das schlage ich mir jetzt für gute 10 Minuten auf. Parallel dazu siebe ich mir 150 Gramm Weißmehl, 25 Gramm Kakaopulver und 40 Gramm Speisestärke zusammen ab. Schön luftig aufgeschlagen, perfekt. Gebe ich mir jetzt in eine Schüssel rein. Dann nehme ich das abgesiebte Mehl, gebe es dem Teig bei. Ich habe das auch schon in der Maschine gemacht, da ist aber die Gefahr groß, dass der ganze Teig wieder zusammenfällt. So ist es viel schonender. Jetzt mache ich das mit den Händen. Das wird gebacken, das ist hygienisch gar kein Problem. Vorsichtig so drehen, die Schüssel auch gleich drehen und die Hände immer auf und zu machen. Logischerweise kannst du das auch gleich in der Rührschüssel machen. So siehst du es aber besser, wie ich es mache. Schauen, dass keine Mehlklumpen sind. Vorsichtig darunter heben, die Luft wollen wir hier drin behalten. Dann habe ich noch die Butter-Kuvertüre-Mischung. Die lasse ich mir hier so über die Hand gleiten und hebe das auch noch darunter. Hier habe ich einen 24 cm Backring, 5 cm Höhe. Hier einen 26er Backring, 3 cm Höhe. Nehme ich gleich das Backpapier, das ich zum Absieben verwendet habe, Ring oben drauf, durchdrücken, dann ist der perfekt eingeschlagen und dann muss ich mir nur noch den Teig abfüllen. Ein bisschen verteilen und bei 190 Grad Ober-Unterhitze backen. Nach 35 Minuten ist der Biskuit schön gebacken. Schiebe ich mir gleich ab, lege auf das Backblech nochmal ein Backpapier, drehe den ganzen Biskuit um. Dann nehme ich ein Messer und schneide
dehnt direkt zum Ring raus. Hier ein Messer nehmen mit glatter Klinge. Und meine Biskuits sind meistens zwischen 4,5 und 5 cm hoch. Das hat den Grund, dann kann ich den gleich für eine Torte verwenden. Und je weniger hoch die Biskuits sind, desto weniger lange muss ich die backen, also bleiben sie tendenziell feuchter. Wenn ich einen Biskuit habe, der 8 cm hoch ist, dann muss ich den gut eine Stunde im Ofen lassen. Das heißt, in der Mitte ist er immer noch nicht durchgebacken und am Rand beginnt er bereits auszutrocknen. Also ich bin ein Fan von nicht allzu hohem Biskuit. Wenn ich mehr brauche, fülle ich mir einfach zwei Ringe ab, aber ich backe immer in dieser Höhe. Den Biskuit lasse ich mir jetzt erstmal auskühlen. Das Biskuit ist ready für angeschnitten zu werden. Du kannst dir die natürlich auch perfekt auf Vorrat vorbereiten. Dazu jetzt einfach in einem Teigtuch oder Frischhaltefolie einschlagen und einfrieren, problemlos im Tiefkühler einen Monat haltbar. Bevor du es brauchst, einfach rausnehmen, auftauen lassen und dann verarbeiten. Durch das Umdrehen ist das Biskuit jetzt auch schön flach und ich habe eigentlich keinen Resten, den ich abschneiden muss. Zum schönen Lagen machen gibt es einen einfachen Trick. Wenn du keine Tortensäge hast, nimmst du hier diese Ausrollhölzer, einen Zentimeter Breite, und dann einfach mit einem langen Messer diesen Hölzern nachsägen. Dann abheben und die nächste Lage herausschneiden. Schau mal, wie schöne Porung dieser Biskuit hat. Schön luftig, schön feucht, genauso muss er sein. Übrigens, wenn du auf die zusätzliche Gouvertüre und die flüssige Butter verzichtest, wird der Biskuit tendenziell noch etwas luftiger, trocknet aber schneller aus und der Geschmack ist auch nicht der gleiche. Schöne 3 bis 4 Lagen, genau so muss es sein. Im nächsten Video backen wir damit eine Schwarzwälder Torte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Schreib mir eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Soll ich noch mehr Grundrezepte für dich machen? Was für Torten soll ich backen? Ich bin gespannt. Unten ins Kommentarfeld hauen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.